Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Und jetzt geht es weiter mit Tomb Raider War of the Worlds Teil 3. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich hier stehen geblieben bin. Downtown, genau. Das wäre jetzt der Beginn von Level 3. Auch die Cutscene wundertoll gemacht, wunderschön. Als erstes erstmal die Taschenlampe an und dann schauen wir uns mal hier um, wo ich jetzt hier bin. Okay. In der Nische ist nichts. Hier stolpert Lara. Und hier ist Gerümpel ohne Ende. Okay, ich denke mal, jetzt muss ich hier hoch. Und nun? Aua. Okay. Geht schon mal nicht. Einfach mal hochspringen. Ja, das geht. Na, was haben wir da? Liegt hier irgendwas Schönes für mich? Nee, nicht so wirklich, ne? Au! Der tat weh. Der tat weh. Ja, ich sag's nochmal, ich spiele jetzt hier gerade mit Tastatur und das ist absolut nicht mein Ding. Oh, kann man da reinspringen? Wir haben auch irgendwo eine Look-Taste. Ja. Da ist Boden. Da scheint nichts weiter zu sein. Ich spring da einfach mal rein. Ja, das hat ja schon mal funktioniert. Oh, hier ist sogar was. Warte mal, lacht auch was? Mal testen. Ah! Ich werde das nie lernen. Ja, einmal Energie. Can anybody hear me? It's Lara. I'm in the ruins of the city. Not sure where exactly. But I'm on the way to the medical pavilion. I'll look for you. I'll keep the radio on. I'm not sure where exactly. Na gut, das sind ja schon mal gute Voraussetzungen, um hier klarzukommen, würde ich sagen. Liegt hier auch noch was? Ja, sieht nicht so aus. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Gang. Aha, ich soll die Waffe benutzen, um zu destroyen. Tatsächlich. Aber bevor ich da reingehe, stecke ich mal eben noch mal die Gegend hier vorne ab, ob ich nicht irgendetwas übersehen habe. Genau, kann man hier hochgehen? Liegt da was? Ah, nicht zum Aufheben. Okay, ich brauche wohl einen Schlüssel. Gut, falls ich einen Schlüssel finden sollte, dann weiß ich ja, wo ich hingehen kann. Gucken wir, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Nö. Gut, dann gehe ich mal in die zerstörte Tür hinein.
Okay. Ein Regal. So, doch einmal abchecken. Okay. Ah, die Musik ist auch klasse. Wird richtig Spannung aufgebaut. Gefällt mir richtig gut. Oh, da hoch muss ich. It's only a few streets away. Only a few streets away. Oh, ein Türchen. Aber natürlich, soll es anders sein. Ist es zu. Press J. Ne, das mache ich jetzt nicht. Versuche erstmal so klar zu kommen. Okay. Okay, okay, okay. Oh. Sehr einladend. Oh, nicht da reinfallen. Ja, war knapp. Gehen wir mal doch lieber die Rampe hier runter. Ja, sollte passen. Und liegt hier was? Zum Beispiel ein Medipack? Ja, geht doch. Ich sollte mir das öfters wünschen. Aber vielleicht liegt da hier noch mehr. Okay, okay, ich werde langsam gierig. Lach hängt wieder fest am Ast. Okay. So, von wo wir hier kommen? Von links. Dann gehen wir mal hier rechts weiter. Hier ist eine Tür. Kann man die öffnen? Ja, wenn man Besitzer eines Schlüssels ist. Don't believe. Oh. Kann man da hoch? Ne, kann man nicht. So. Hier haben wir auch nichts. So, nu ist guter Rat teuer. Wie geht es weiter? Vielleicht kann man ja da auf die Kiste drauf. Und... Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Passt. So, was haben wir hier? Munition! Yippie-yay! Sieht eigentlich Lara aus, wenn sie die Waffe zieht. Cool. So, kann ich hier rein? Nein. Und nu? Gehen wir hier wieder raus. Geht nicht. Schön. Ich bin gefangen. Oh, Hilfe! Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen. Was ist denn das hier? Ein Rohr? Kann ich auch Rohre besteigen? Jo, es funktioniert. Also, wie weit geht es denn noch hier nach oben? Okay. Und nu? Einfach mal dahin springen. Nein! Was habe ich getan? Hilfe! So, hier wäre die Plattform. Hier muss ich ja bestimmt drauf. Ja, wie komme ich da jetzt hin?
Ja, ich muss bestimmt so ein bisschen schräg springen. Ah ja, ich bin drauf. Das ist auch schon mal sehr beruhigend. So, dann kann ich hier weiter. Press and hold action to balance on the beams. Okay, verstanden. Das kennen wir doch von irgendeinem Teil. Dass man sich hier so ein bisschen entlang balancieren muss. Jetzt halte ich mal X gedrückt. Oh ja, das sieht auch schon sehr gut aus. Lara, eigentlich in diese Richtung. Wo willst du hin? Wo willst du hin, Lara? Nein, fall nicht! Okay, gut, dass ich abgespeichert habe. Jetzt drücken wir mal X. Und nach vorne. Ah, jetzt habe ich die richtige Kameraperspektive. Jetzt sollte das kein Problem darstellen, hier rüber zu kommen. Genau. Also sobald nämlich rechts und links vertauscht ist, bin ich ein wenig überfordert. Noch ein paar Schritte. Lara, schaffst du. Ah, yippieyay. Schnell speichern. Aber ganz schnell. Das ist sowas von safe, dass ich jetzt speichere. So, kann man hier gegenschießen? Ah, ich denke mal ja nicht. Ich habe nämlich nur begrenzt Munition. Deswegen möchte ich da ein wenig sparsamer mit umgehen. So, hier muss ich bestimmt drüber jumpen. Ich würde sagen, Versuch macht klug. Passt. Obwohl, das ist eine Einladung. Das ist sowas von einer Einladung. Hier muss ich gegen schießen. Bäm! Jawohl! Ich liebe es. Ich muss echt sagen, die Grafik ist richtig klasse, gefällt mir. Munition ist auch gut. Bitte aufsammeln. Ja, danke. So, wo lang? Hier lang? Oder hier lang? Das ist jetzt die gute Frage. Lacht da was? Ach, Müll. Okay. Interessant. Oh, kann man jetzt auch dagegen schießen? Na, lieber nicht. Okay, hier wäre eine Sackgasse. Ja. Hier wollte wohl jemand auf Nummer sicher gehen, dass hier keiner reingeht. Was hier alles so rumfliegt. Ich habe das Gefühl, dass gleich irgendjemand kommt. Aber es kann nicht sein, dass ich hier gar nichts machen kann. Ah, kriechen. Gut, dann kriechen wir da mal hinein. So, damit wäre die erste Ratte erledigt. Ich hoffe mal, es kommen keine weiteren.
Ah, Hilfe, noch eine Ratte. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Bam, 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 bam. Ich hoffe mal, das war's mit den Ratten. Weil Ratten mag ich nämlich gar nicht. Keep out, oder was steht hier? Keep out, jawohl. Wir halten uns natürlich dran. Ah, kann man dagegen schießen? Habe ich bestimmt meinen Schuss verschwendet? Ja. Ist da noch eine Ratte? Komm her. Ja, ich glaube, ich hab's erwischt. Das ist schon mal beruhigend. Ah, das ist ja was für mich. Da ist wieder was für mich. Bam! Bevor ich da durchgehe, schauen wir uns mal die anderen Gänge noch an. Oh, ein Safe. Nee, doch nicht, ein Zettel. Ich dachte, ich mach jetzt diesen Safe da auf. Das könnte man natürlich hergehen und einmal lesen. Ich würde sagen, Versuch macht klug. Ja. Der war aber knapp. Der war verdammt knapp. Ja, hier kann man nicht viel machen. Außer noch ein Stockwerk. Oh, das sieht ja immer noch hoch aus. Da wird Lara sich doch wehtun, oder nicht? Nee, doch nicht. Passt. Schön. Hier kann man reinkriechen. Aber vorher schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier, da kann man auch durchkriechen. Und hier hätten wir nochmal eine Tür. Brecheisen. Okay. Das ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Wie komme ich an einem Brecheisen ran? So, kriege ich erstmal da durch oder erst hier durch? Komm, kriege ich erstmal hier durch. Okay. Also noch ein Werkzeug brauche ich. Tja, Lara, Hetzmann haben wir vorhin aufgehoben. Hätte man zumindest mal gegenbollern können. Au! Zu spät gesehen. Habe ich hier gerade etwas gesehen? Oh, da blinkt was. Okay, Gefahr, Gefahr. 11 Schuss habe ich nur noch. Oh, jetzt habe ich immer noch 11 Schuss. Ja, okay. Die Spannung steigt, die Spannung steigt. Definitiv. Ja, wohin, wohin? Zu Sinn, zu Sinn. Mal schauen, ob hier irgendwas liegt. Weil ich brauche definitiv Munition. Kann man hier auch reinkriechen? Machen wir einfach mal. Mehr geht nicht. Okay.
Ja, wo ist jetzt der Weg? Ah, hier haben wir ein Rohr. So, dann werde ich mal hier die neue Ebene anschauen. Checkpoint, okay. Und hier ist ein Feuer. Das heißt, ich brauche bestimmt wieder eine Fackel. Aber erstmal schaue ich hier, ob ich noch irgendetwas ergattern kann. Ja, sieht aber nicht so gut aus. Hier ist nirgendwo etwas. Gut. Dann gehen wir jetzt zu dem Terminal. Use. Und schon öffnet sich ein Türchen. Oh, great. It's walled up. Walled up, great. Military ammunition depots. Not that far away, in the suburbs. Maybe I'll find something to blow up this damn wall there. Okay, hier braucht man auch ein Brecheisen. Genau. At least somebody has tried. Ah ja, habe ich jetzt mal ein Brecheisen? Prima. Es gab doch mehrere Türen, meine ich, wo ich ein Brecheisen für benötige. Unter anderem diese hier, ne? I should go back to the main market. Zum Marktplatz soll ich gehen? Aber erstmal gehe ich hier rein. Kommt da jemand? Secrets. Ja, das ist doch schon mal gut. Auch was, ne? Muni. Das war's, glaube ich. So, versuche ich mal hier wieder drunter zu kriechen. Ja. Ohne mich dabei weh zu tun, das wäre natürlich sehr gut. Und hinein ins Vergnügen. Das hat weh gerade. War ein bisschen gemein. Einfach mitten im Weg auf einmal so ein Stacheldraht. Egal. Hier haben wir schon mal Munition. Sehr gut. Also jetzt aber vorsichtig. Nicht, dass Lara sich wieder wehtut. Thank you.
Okay, was liegt hier? Ja, und jetzt guter Rat teuer. Einfach mal blind nach hinten springen. Okay, machen wir einfach mal. Ja, hat funktioniert. Okay, wie komme ich denn da hoch? Puh, 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 puh. Wie komme ich da jetzt hoch? So, jetzt aber hoch an die Kante. Ja, hat so funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. So, wie geht's jetzt weiter? Schauen wir mal kurz nochmal nach oben. Oh ja, das sollte ja passen. Ja. Ja, wie immer erstmal einmal umschauen, wenn hier irgendwo etwas versteckt ist. Okay, die Luft ist rein. Oh. Ah, was haben wir denn hier? Ein Ölfass? Was ist denn, wenn ich dagegen schieße? Versuchen wir mal. Oh! Ja, der Gedanke, der war nicht schlecht, aber die Ausführung nicht so gut. Alles klar, ich muss wohl doch noch irgendwie ein bisschen weiter weg. Ducken. Ah, immer noch nicht. Ja, okay. Also... ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also eine Idee hätte ich noch. Ich gehe mal jetzt hier ganz nach links. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen weiter weg. Vielleicht reicht das schon. Jetzt machen wir... ja, das hat funktioniert. Das war mal ein satter Knall. Jetzt bin ich da, wo ich vorhin bestimmt schon mal war. Aber ich soll halt zurück zum Market gehen. War das nicht hierher? Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Hier ist ein Balkon. Ist denn, wenn ich hier einfach mich fallen lasse? Das müsste zu hoch sein. Dann nehmen wir mal den offiziellen Weg. Ah, nö, nicht wieder balancieren. Aber ich glaube, in dem Fall mache ich mir das einfacher. Ich versuche mal. Lande bitte genau da drauf. Ja, danke. Ja, so kann man das machen, ne? I need to find a way to get up there. Ja, wir finden schon einen Weg, keine Angst, Lara. Was ist denn hier mit dieser Tür? Da brauche ich immer noch einen Schlüssel für. Hier war ich schon drin. War nicht noch irgendwo eine Treppe nach oben?
Na, laufen wir wieder zurück, würde ich sagen. Genau, das sieht sehr gut aus. Und hier war eine Treppe nach oben. Und ich meine, dafür braucht man auch ein Brecheisen. Jetzt kommt die große Überraschung. Nein, die kommt nicht. Ein Brecheisen passt. Umschauen. Denk mal hier nach unten. Könnte man gehen. Aber stecken wir erstmal hier oben alles ab. Schwung einfach mal rein. Geht nicht. Okay. Dann würde ich sagen, ab nach unten. Down we go. Da ist eine Plattform, springen wir da mal drauf. Zack. Ja, habe ich das übersehen? Da. Blinkt doch was. Das nehmen wir mal schönartig mit. Und hinein ins Vergnügen. Einfach mal fallen lassen. Okay, und nun? Einfach mal springen. Und bitte auch festhalten. Dankeschön. Oh, das tat weh. Das tat richtig weh. Ich denke mal, jetzt kommt der große Augenblick, in dem ich mir mal einen Medipack reinziehe. Komm, 100%. Ich brauche volle Energie. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Machst du in deiner Ecke? Sollst du da gar nicht hin? Okay. Die Kiste sieht hier ein bisschen verdächtig aus. Okay, aber nur verdächtig, mehr auch nicht. Sagen. Hoch geht's. Okay. Ein Badezimmer. Munition, perfekt. Oh, was haben wir hier Schönes? Da liegt doch eine Waffe. Ach, eine Säge ist das. Ja gut, eine Säge kann man auch immer mal gebrauchen. Geht doch. Eine Wasserflasche. Ja, okay, wir sind damit wenig zufrieden. Hätte lieber die Säge genommen. So, hier hätten wir... ein Feuer. Brauche ich wieder eine Fackel? Ich kann ja mal eine Fackel mitnehmen. Geht nicht. Na doch, ich musste nur ein bisschen näher ran. Ich musste nur ein wenig näher ran.
hier bin ich. Im Kreis gelaufen. Ja, okay, jetzt muss ich die Fackel wieder wegschmeißen. Was haben wir da? Komm, da springen wir mal hin. Oh, das hört sich hier nicht gut an. Mal erstmal ein paar Sachen einsacken. Irgendwie die Kiste sieht irgendwie so ein bisschen verdächtig aus, meint ihr nicht? Mal testen. Ah, wusste ich's doch. Habe ich jetzt vorhin nicht gemacht. Warum habe ich das vorhin nicht gemacht? Oder kann ich da jetzt nochmal hingehen? Wo war die Kiste nochmal? Ist egal. Ich laufe jetzt nicht mehr zurück. Hier können wir hochgehen. Und hier kann man vielleicht was nehmen. Hier kann man nicht. Hier kann man reingehen. Oh, Katzenzähne. Das ist ein Seil. Okay, muss ich mich da irgendwie hochrobben? Mal schauen. A crowbar ain't enough. Ah ja, da hätten wir wieder was zum Schießen. Dann machen wir das mal. Okay. Mal vorher schicke ich nochmal alles ab. Wo bricht das? Okay. Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich gehe mal hier die Treppen hoch. Okay. Aber ich denke mal, ich werde wohl durch dieses kleine Loch hindurchkrabbeln müssen. Aber andererseits, vielleicht finden wir hier noch ein paar schöne Sachen. Okay, jetzt sagt er mir nach oben. Hier muss irgendwo noch eine Ratte sein. Ah, nicht brennen! Fledermaus oder was war das? Okay, hier hätten wir wieder ein Feuer. Hier liegt was, was man nicht nehmen kann. Ah, Feuer. Okay. Verstanden. Dann machen wir das mal. Liegt hier noch was? Nein. Schritt näher ran. Noch einen Schritt näher ran. Und gleich brennst du wieder, Lara. Warum geht das jetzt nicht? Komm, Lara, mach die Fackel an. Was ist das denn? It doesn't work. Noch näher ran. Nee, ich krieg die Fackel hier nicht zum Rennen.
Warum auch immer. Ah, jetzt geht's. Pixelgenau. Aber erstmal werde ich hier ein Feuer legen. Gemacht. Ja, das ist doch in Ordnung. Das können wir doch brauchen. Gefällt mir. Kann man die Tür eigentlich öffnen? Nee, die kann man nicht öffnen. So, was können wir denn hier noch machen? Wir können hier reinkriechen. Dann könnten wir vielleicht mal diese Runde hoch. Schon über diese Steine hier. Oh oh. Es hat funktioniert. Ein Secret. Ja, ist ja gut. Oh, Pfeil und Bogen. Ups, das da. Na, wo bist du? Zack, erledigt. Ja, dann werden wir die Kiste hier auch mal öffnen. Zack. Ich glaube, es kommt so langsam der Moment, wo man wieder ein wenig abspeichern sollte. Wenn ich hier drauf gehe, dann bricht wieder alles zusammen. Genau gleich wie hier. Ach, dann nehmen wir hier den Effekt hier mit. Einfach mal fallen lassen. Gut, springen wir mal darüber. Und schauen uns mal an, was hier noch so rumfliegt. Da kann man zum Beispiel auch hineinkriechen. Ja, ich muss sagen, also das Spiel ist richtig, richtig gut gemacht. Aber es hätte ruhig ein offizieller Teil werden können. Weil hier ist so viel Potenzial drin in dem Spiel. Wahnsinn. So, wo muss ich hin? Nehmen wir mal hier hin. Okay. Ich jump einfach mal. Ah, könnte klappen, könnte klappen. So, ich gehe mal einen Schritt näher. Ja, passt. Es passt. Oh, eine Glasscheibe. Ja, herrlich. Bäm. Ich brauche einen Schlüssel. Ja klar, was auch sonst. So ein Brecheisen, Lara. Da muss auch mal improvisieren können. Ja, super. Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ja, da können wir... Da machen wir nichts. Machen wir da.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Oh. Okay, ich weiß Bescheid. Ich springe da jetzt noch nicht rüber. Weil ich ja diesen Schlüssel nicht habe. Genau. Und nach unten geht's nicht. Es ist zu tief. Aber es gibt ja noch eine weitere Luke, die ich noch nicht abgeschickt habe. Na, dann gehen wir ruhig nach unten. Wo war die Luke nochmal? Wo war die Luke? Achso, kriechen. Was ist jetzt hierher? Wo war die Luke? Okay, hier war die Sackgasse. Ich habe doch irgendwo eine Luke gesehen. Ja, hier. Die. So, für mich sind jetzt gefühlte 3 Tage später. Jetzt muss ich mich erstmal so ein bisschen selbst orientieren, wo ich nochmal stehen geblieben bin. Ich meine, ich müsste jetzt mal hier runtergehen. Hier alles abchecken. Without a key, I can't get inside. The owner lived nearby. I'll check it. Okay. Press J. The owner lived on a 6 apartment 417. I should check it out. Okay, ich denke mal, ich muss einen Schlüssel suchen mit der Nummer 417. Habe ich jetzt zumindest so verstanden. Was steht denn da? Orchard Street, rechts. Dann gehen wir mal nach rechts. Hier ist ja, meine ich, eine Sackgasse. Okay, dann gehe ich hier mal wieder hoch. Und check nochmal die Lage ab, wo ich genau hin muss. Ja, jetzt beginnt die Suche nach dem Schlüssel. Aber ich meine, ich hätte ja schon soweit alles abgecheckt. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist da irgendwo noch etwas. Hier ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Kann man hier nach oben springen? Ist da ein Loch? Ist da etwa ein Löschen? Könnte einfach mal die Look-Taste betätigen. Ja, da ist doch was, ne? Da ist eine Kante. So, wie kommen wir da jetzt hin? 1, 2, 3. Kommt sie nicht da dran? Muss sie da dran kommen? Jetzt ist sie, glaube ich, zu weit. Einen Schritt zurück. Gibt's doch nicht. So, jetzt aber. Okay, geht nicht. Warum auch immer. Also ich muss irgendwie weiter nach oben. Da muss noch irgendwo etwas sein. Ja, da geht es schon mal nach oben. Genau. Aha. Hier so etwa muss das da gewesen sein. Oh, ich sehe auch eine Kante. Gehen wir mal hier hoch. Ja. Ja, da geht's nicht weiter. Toll. Oh, immerhin eine Kiste. Oh oh, hier wackelt alles.
zack. Meins. Ja, das hat sich ja schon mal gelohnt, der Ausflug hier. So. Na, da oben ist noch eine Kante, ne? Habe ich doch gerade richtig gesehen. Okay. Aha. Da geht das Level weiter. Und was haben wir hier? Nix. Maybe I can use this. Ja, was willst du denn hier benutzen? Wow. Krass. Absolut krass. So, da wollen wir mal Richtung Kante gehen. Oh, das sieht aber tief aus. Das sieht aber tief aus. Ich spring erstmal auf die andere Seite. Nee, hier ist nichts. Okay. Aha! Oh, okay. Ich dachte, ich könnte mich an der Kante da festhalten. Checken wir erstmal hier alles ab. So, was haben wir denn hier Schönes? Hä? Hier bin ich jetzt schon an der Küche. Ach so. Hier wollte ich vorhin nach oben springen, das was nicht ging. Ja toll, jetzt geht's erst recht nicht, ne? Weil hier oben muss immer noch etwas sein. Okay, schade. Dann klopfe ich mir erstmal den unteren Raum hier vor. Wo liegt da was? Ne, ist nur Müll. Da geht's weiter nach unten. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ne, hier ist nichts. Gut, dann gehen wir weiter nach unten. Oh, eine Ratte. Zwei sogar. So, wo ist die nächste? Was haben wir denn da? Kann man da reinkriechen? Tatsächlich. Cool. Duck dich, duck dich. Ja, geh weiter. Achso, da haben wir eine Kante. Dann gehen wir da mal rückwärts hinunter. Und lass uns einfach mal fallen. Zack. Achso, jetzt muss ich bestimmt weiter kriechen. Ich hoffe mal. Ein Secret! Jawohl! Yippie-yay! Bisschen Energie ist immer gut. Das war's? Na gut, besser als nichts. Gehen wir zurück. So, wie geht's denn hier weiter? Genau, hier ist noch eine Tür. Jetzt geht's wieder nach oben. Geh mal hier runter. Fliegt hier nichts rum für mich? Hier vielleicht.
Hä? Eine Pflanze? Seit wann kann man denn hier auch Pflanzen sammeln? Sind wir hier bei Resident Evil? Kann man auch eine gelbe sammeln? Oder eine blaue? Okay, ich habe eine rote Pflanze. Jetzt brauche ich noch eine grüne, bestimmt. Wow, bam. Das ist nur eine Tür. Ich hätte irgendwie Lust, dagegen zu schießen. Na, ist egal, beim nächsten Mal. Hm. Where's that key? Apartment 417. 417. Ja, dann schau dich mal um. Nimm doch im Zweifel zwar alle mit. So, wollen wir mal gucken, ob es den richtigen genommen hat? I got the key, I got the secret. 417. Perfekt. Liegt hier auch noch was? Ne. Rezepti. Na, dann gehen wir zurück. Nur, wie komme ich jetzt wieder nach oben? Ach stimmt, eine Etage kann man ja nach oben. So, genau, jetzt komme ich an der Küche raus. Jetzt habe ich die 417. Ja, dann checken wir mal, ob der Schlüssel passt. Hä? Missing Item. Opening the... okay. Achso, oder das soll bedeuten, dass der Schlüssel für diese Tür in Apartment 417 ist. Ich meine, das ist auch eine komische Eingangstür für ein Apartment. Also ich hätte da noch eine Idee. Wo noch eine verschlossene Tür war. Und zwar bin ich ja vorhin irgendwann mal über den Balkon gesprungen. Und wie komme ich da jetzt nochmal hin? Ah! Hm, der war jetzt nix. So, wie komme ich jetzt zu dem Balkon hin? War das nicht hier? Nee, hier ist eine Sackgasse. Habe ich hier schon abgeschickt? Ja, hier habe ich schon was genommen. Das ist nicht für ein komischer Raum. Okay. Kann man Licht anmachen? Schade. Oder war das doch ein tiefer? Komm. Ich teste einfach mal. Noch tiefer? Nee, das kann nicht sein. Das war jetzt ziemlich weit oben. Ist egal. Wir checken nochmal alles hier ab. Wie komme ich jetzt zu dem Balkon? Ich denke mal, hier bin ich ganz falsch. Ach! Ach genau! Die Kiste habe ich ja vorhin nicht beschossen, weil ich noch gar nicht wusste, dass man die beschießen kann. Das werde ich jetzt mal nachholen.
Feuermunition. Immer her damit. Das hat sich dieser Umweg ja schon... Oh! Komm her! Noch weiter nach unten? Nee, da weiter nach unten, das kann wirklich gar nicht sein. So, ich möchte jetzt auf den Balkon rauf. Balkon, wo bist du? Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Find den Weg aber nicht. Das muss weiter oben gewesen sein. Das geht doch gar nicht anders. Ich check nochmal alles ab. Hier ist doch die Sackgasse. Ne, hier kann das auch nicht sein. Ach, hier, genau. Ich erinnere mich. Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Genau, dann hier irgendwie hoch. Aber man kann auch so laufen. Nein, kann man nicht. Okay, okay. Muss ich ja pixelgenau stehen. Einfach da rein kriechen. So. Ah, hier ist er doch schon, der Balkon. Und jetzt hier rüber jumpen. Ein zurück, neun zurück. Und speichern. Save Game. Save Game. Ja, passt. So ein halber Todessprung. So, mein Plan ist jetzt, abzuchecken, ob der Schlüssel, den ich besitze, ja, ob der in diese verschlossene Tür hineinpasst. Genau. Use. Ja. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt einfach hinein. Niemand war hier in den letzten Jahren. Ja, das trifft aber auf die anderen Räume, denke ich mal, auch zu. So wie die aussahen. Ja, genau. Her damit. Millipack. Hey. Oh, shit. What's happened? Looks like he was sacrificed. Or just started getting sick. Oh. Ich glaube, der ist tot. Na, ich weiß nicht, Kollege. Ach, du meine Güte, ne. Immerhin eine Armbrust. Sind da auch noch ein paar Pfeile. So, warum ist das Licht aus? Ich will doch was sehen. Okay. Ein Safe. Cool. Ja, wie ist die Nummer? Wie kann man jetzt hier die Nummer eingeben? Use numbers of key.
Okay, die Nummer weiß ich noch nicht. Ich drücke mal wieder mein berühmtes J. Vielleicht finde ich ja irgendwo hier eine Nummer. Nee, die Nummer weiß ich wirklich nicht. Na, vielleicht findet man die Nummer ja später. Aha. Press, war schon da? Press L? Okay. Oh, noch ein Schlüssel. Gut, das wird wohl der Schlüssel sein für unten das Türchen. Oder die Eingangstür, besser gesagt. Ich check hier nochmal alles ab. Aha, was haben wir denn da? 2.28.1. Testen wir einfach mal. Testen wir einfach mal den Code. So, 2.28.01. Hä? Ach so. Nochmal. 2.28.1. Hä, warum ging das jetzt nicht? 2.28.1. Enter. Ne, echt. Enter. Ah, ja. Prima. Was habe ich erhalten? Pfeil und Bogen? Okidoki. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen wieder zurückgehen. War hier in der Ecke noch etwas? Nope. So, was passiert? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Und den muss ich erstmal abchecken, inwiefern der passt. Das stellt sich für mich natürlich nur die Frage, wie komme ich hier runter? Gut, erstmal die Treppen runter, ist klar. Oh, ich muss bestimmt wieder... Oder hier weiter nach unten. Oh, nee, das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich versuche einfach mal zurück zu jumpen. Aber vorher speichere ich. Ah, ich wollte auch richtig jumpen. Ja. So wäre die Position. Zurück. Ja. Ich gehe lieber diesen Weg. So, wie war der Rückweg jetzt nochmal? Ja, komm, Lara, jump. Genau, dann hier runter. Hier wieder durchkriechen. Und dann muss ich irgendwo gleich an der Küche wieder rauskommen. Hoffentlich. Wo war die Küche? Hier? Ja. Jetzt muss ich hier runter. Ja, ja, ich weiß. Na komm. Und jetzt kommt der große Augenblick. Passt nicht. Hä? Ah. Das sieht doch schon mal sehr gut aus.
möchte hier den Hammer mitnehmen. Immerhin ist es schon der zweite Hammer, den ich hier entdecke. Und ich möchte endlich einen Hammer haben. Mann, ist das gemein. Ah, ja, das kann ich gut gebrauchen. Okay, so wie es aussieht, war es das wohl hier. Mehr kann man nicht ergattern. Gut, ich habe immerhin jetzt einen wichtigen Gegenstand bekommen. Und zwar diese... Na. Genau, hier irgendwo war doch ein Türchen. Da ist es. Ich hoffe mal, dass ich das Türchen damit öffnen kann. So, jetzt kommt der große Augenblick, ob das funktioniert und wie gut es funktioniert. Oh, cool. Wie immer cooler. Keine Frage. Jetzt einfach mal X drücken. X festhalten. Und zack, bin ich drüben. Ja, und damit wäre das Level 3 Downtown beendet. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!